Guten Morgen, Deutschland. Liebe Bundesbürger, ihr werdet gerade wieder in der besten Show aller Zeiten am Nasenring durch die Manege geführt, liebe Leute. Warum das so ist, ganz einfach. Schaut euch einfach mal den FDP-Parteitag an und nehmt euch die Aussagen heute Morgen von Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer und dann überlegt nochmal, was letzte Woche passiert ist. Was ist letzte Woche passiert? Genau, das Kabinett der Bundesregierung, wo natürlich die CDU nichts zu sagen hat, richtig, ja, sind ja Opposition, also sie spielen die Opposition, aber die FDP, die sitzt ja da drin. Und die FDP-Minister haben letzte Woche Robert Habeck sein oberstes Heizungsmonteurgesetz durchgewunken. Mit anderen Worten, das darf jetzt in den Bundestag. Mit der kleinen Anmerkung, da sollen doch bitte noch Verbesserungen gemacht werden. Ja, aber sie haben es durchgewunken. Wenn sie doch dagegen wären, wenn sie jetzt sagen, hey, wir dürfen die Bürger nicht alleine lassen und große Teile der Bevölkerung werden massive Probleme kriegen, dann hätten sie ja auch Nein sagen können. Aber nein, sie wollen ja an der Macht bleiben, sie wollen ja an der Regierung bleiben. Also haben sie dem einstimmig zugestimmt. Ist doch klar, liebe Leute. Jetzt auf dem Parteitag gestern, abgesehen davon, dass die Nicola dem Krischi Lindner aus Versehen, na, ist ein anderes Thema, war aber eine schöne Szene, ja? Wie er sich so leicht so, ja? Okay, aber gut, reden wir über die wichtigen Dinge des Lebens. Was haben sie gemacht auf dem FDP-Parteitag? Die große Mehrheit der FDP auf dem Parteitag hat sich gegen dieses oberste Heizungsmonteurgesetz ausgesprochen und hat jetzt dem Herrn Lindner, der ja in der Regierung ist, den Auftrag gegeben, das Ding zu verhindern im Grunde genommen. Wozu die FDP selber noch letzte Woche zugestimmt hat. Wir befinden uns also jetzt gerade mal wieder in einer Show. Und heute stellt sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hin, der nachweislich in Sachsen seit der Corona-Zeit einen schlechten Stand hat und in den Umfragewerten immer mehr verliert. Und er versucht ja schon, die Positionen dieser schlimmen Oppositionspartei abzukupfern, um noch Wähler zurückzubekommen. Funktioniert aber scheinbar nicht. Deswegen stellt sich der Kretschmer jetzt hin und sagt also, liebe Leute, dieses Heizungsmonteursgesetz geht überhaupt nicht. Und mit der Migration übrigens, das geht auch gar nicht. Und worauf wird das hinauslaufen, liebe Bundesbürger? Dass ihr möglicherweise wieder einmal glauben werdet, dass die, die da jetzt diese Aussagen machen, für euch da draußen wieder mal das Richtige machen. Und jetzt gehe ich her und nehme meine Glaskugel, die imaginäre, und sage euch direkt, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, im Klimawandel mit dem nächsten Regenguss, der gut ist für die Natur, sie werden euch wieder verarschen. Und ihr werdet sie wieder wählen und sie werden wieder auf ihre Posten kommen und sie werden wieder eure Steuergelder einkassieren und sie werden euch wieder belogen und betrogen haben und sie werden das Ganze versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Vielleicht mit dem einen kleinen Abstrich, mit dem einen kleinen Zugeständnis, aber im Grundsatz werden sie es durchziehen. Und wie lange passiert das Ganze? Nun ja, solange ihr da draußen leise seid, solange ihr, liebe Bundesbürger, nicht mal irgendwann sagt, jetzt ist Stopp, jetzt ist Ende hier, es reicht, wir wollen das nicht mehr, solange werden sie das weitermachen. Und selbstverständlich, liebe Leute, hier auf meinem Kanal war dieses Video wieder einmal nicht für euch, sondern für all die tollen, super Bundesbürger da draußen, die auch heute Abend wieder den Tatort schauen werden und ARD und ZDF schauen werden. In dem Sinne, schönen Sonntag euch.